a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Willow trees know you better than anyone else. It's time you let your guard down for someone like me. I'd say I'm settled and pretty calm. I don't storm in the storm. If not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most of all, that deserves Guten Morgen aus einem nasskalten Nordfjordeid. Ja, die zweite Station unserer Norwegen-Reise mit AIDA Nova ist gekommen und das mit kräftiger Kälte. Heute Morgen das Einlaufen war auch schon sehr, sehr schön beim bisschen Schneeschauer. Also ihr seht es da oben auf den Bergen auch noch. Ein bisschen Schnee gab es heute früh auch noch und aktuell haben wir 0 Grad, also recht frisch. Nochmal kälter als gestern in Bergen. Aber ich hoffe einfach, dass das Wetter sich heute hält. Wahrscheinlich werden sich immer mal ein paar Schauer mit Wolkenlücken ablösen. Aber ja, wir sind ja nicht aus Zucker und machen uns einen schönen Tag auf eigene Faust hier. Gestartet bin ich in den Tag heute mit einem Frühstück im French Kiss. Das kann ich immer wieder empfehlen. Dort werdet ihr am Platz bedient und könnt aus einer kleinen Karte euch euer Frühstück zusammenstellen. Kostet keinen Aufpreis. Lediglich die Getränke müsst ihr bezahlen, wenn ihr kein Getränkepaket habt. Und weil die Frage auch immer mal kommt, man kann den Tisch dort nicht vorher reservieren. Das heißt, ihr müsst auf gut Glück hingehen und hoffen, dass ein Platz ist. Und ich finde das immer super entspannt, gerade am Morgen bin ich jetzt nicht so der Fan von Buffets, wenn da viel Gedränge und Tumult ist. Deswegen starte ich immer lieber ruhig in den Tag im French Kiss. Ja, und jetzt geht's auf eigene Faust hier in Nordfjordeid los. Die kleine Gemeinde fasst hier gerade mal 3000 Einwohner und ihr könnt alles super auf eigene Faust auch erkunden. Ihr habt hier so eine kleine Promenade vom Schiff ausgehend, da kommt ihr zum Beispiel zum Wikingermuseum und zu einigen Spielplätzen direkt am Fjord. Und mein erstes Ziel ist die Eidkirche, die ist hier sehr, sehr sehenswert. Und da laufen wir jetzt mal hin und am Nachmittag stehen dann weitere Programmpunkte an. Angekommen an einer der ersten Sehenswürdigkeiten hier in Nordfjordeid. Im Hintergrund seht ihr schon die Eidkirche. Ja, die soll besonders nicht nur als Fotomotiv aufgrund der, kann man das sagen, recht schön angeordneten Gräber sein, sondern auch im Inneren soll es sehr, sehr sehenswert sein. Ich schau mal, ob es schon offen hat, die Kirche. Und ja, ihr seht es im Hintergrund auch schon, da hinten steht AIDA Nova. Vom Schiff aus sind es hierher ungefähr so 10 Minuten. Also das kann man wunderbar auf eigene Faust mit einem kleinen Spaziergang verbinden. Wenn ihr bei euren Erkundungen dann ein bisschen Hunger habt, biegt einfach mal in die Parallelstraße vom Schiff aus ab. Also nicht die Straße, wo der Verkehr lang geht, sondern die dahinter. Da kommt ihr auf eine kleine Shoppingstraße mit vielen süßen kleinen weißen Häusern. Ja, da sind dann einige Shops zu finden und diese Mini-Bäckerei. Hier gibt es ja selbstgemachtes Brot, Brötchen und andere Leckereien, wie beispielsweise diese Zimtschnecken hier. Soll ein echter Geheimtipp sein. 49 Kronen hat eine gekostet. Die werde ich mir jetzt schmecken lassen und dann geht es hier ein bisschen weiter.
Ja, ihr Lieben, Nordfjordeid hat nicht nur was für Shopping- und Wikingerfreunde zu bieten, sondern auch für Wanderfreunde. Wenn ihr vom Schiff aus rechter Hand abbiegt und dann über eine kleine Brücke lauft, gelangt ihr zum kleinen Wanderweg und dann geht es hier auf die normale Straße, da könnt ihr langlaufen. Autos gibt es hier relativ selten, also viel Gegenverkehr kam einem nicht. Und dann kann man hier an einem kleinen Wasserfall vorbeilaufen und dann eine Rundtour machen. Also da geht es dann hier zum Hof hoch und da kann man dann auf einer höher gelegenen Ebene, mit Blick auf den Fjord entlang wandern. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Soll ein bisschen rutschig sein, da es ja die Nacht geschneit und geregnet hatte. Aber ja, das machen wir jetzt nochmal schnell. Und dann geht's nachher mit dem Nachmittagsprogramm weiter. Angekommen auf dem oberen Wanderweg und der ist wirklich gut zu laufen. Also habt ihr einen befestigten oder Trampelpfad aus Kieselstein. Lohnt sich sehr, sehr. Habt ihr einen ganz tollen Blick auch aufs Schiff. Und hier über den Pfad da oben geht es dann zu dem See. Allerdings hatten mir jetzt welche gesagt, dass man das nicht unbedingt machen sollte. Das ist extrem rutschig und matschig. Und das bringt es ja jetzt auch nicht am zweiten Tag, sich hier die Knochen zu brechen. Deswegen geht es zurück zur Aida Nova, die sich hier hinter den Bäumen versteckt. Also ihr habt auf jeden Fall einen sehr, sehr tollen Blick. Ach, da ist er. Und ja, dann geht's nach dem Mittag weiter mit einem nächsten Ausflug. Nächster Programmpunkt des Tages steht an. Jetzt geht's auf einen Ausflug mit meinelandausflüge.de. Den Ausflug hatte ich für 119 Euro gebucht. Es geht auf eine Ribboot-Safari auf dem Geiranger Fjord, einer der schönsten Fjorde Norwegens natürlich. Vor 2 Jahren waren wir mit Aida Perla bereits dort. Damals bei bisschen Mixwetter, also ganz wie heute. Hoffen wir mal, dass das Wetter einigermaßen durchhält. Aber ansonsten, Ribbootfahren macht natürlich auch bei Regen Spaß. Und was hier in Nordfjord wirklich mega toll ist, also dieses Panorama mit dem Schiff, der Spiegelung des Schiffes im Hintergrund, ist ein absolut gutes Fotomotiv, oder? Willkommen in Hellesylt und das Wetter ist so eine Kopie vom August von vor 2 Jahren. Leichter Schneefall, 4 Grad und ein bisschen diesig, aber das ist im Ribboot natürlich nicht so schlimm, da man da ja ein bisschen näher an die Felsen und Wasserfälle heran kann. Wie ihr auch seht, wird man auch passenderweise modisch eingekleidet hier mit diesen Schutzanzügen, damit einem nicht kalt wird und man auch vor Regen geschützt ist. Jetzt gibt es noch eine kleine Einweisung und dann geht's rauf auf die Boote und dann ab auf den Fjord.
So, das war jetzt unsere Ripboot-Fahrt hier auf dem Geiranger Fjord. Wirklich ein sehr, sehr tolles Erlebnis. Und ja, das Ganze hat dann doch ein bisschen anders gewirkt als damals im Sommer, da vieles noch verschneit war und die Wasserfälle dadurch nicht ganz so intensiv waren wie vielleicht damals. Gerade bei den Sieben Schwestern war das ein bisschen schade, aber dennoch ein sehr, sehr tolles Erlebnis. Ein sehr empfehlenswerter Ausflug über meine-landausflüge.de. Der Bus wartet, deswegen machen wir uns jetzt langsam zurück in Richtung Nordfjordeid. Zum Abschluss des Tages nochmal ja eine kleine Meldung von mir zum heutigen Tag hier in Nordfjordeid, der wirklich sehr, sehr schön war. Nordfjordeid, kann man eins auf jeden Fall sagen, ist super auf eigene Faust zu erkunden. Also die kleine Gemeinde ist ja wirklich nicht groß, also fußläufig könnt ihr die Hauptsehenswürdigkeiten da alle super auf eigene Faust abgrasen. Gerade der Bereich rund um das Schiff mit der kleinen Einkaufsstraße, wenn man will sogar dieses Einkaufszentrum, direkt an der Promenade am Fjord entlang oder das Wikingermuseum ist fußläufig im Prinzip alles innerhalb von 5 bis 10 Minuten zu erreichen und auch für Familien gibt es so viele Spielplätze dort in der Stadt oder in der Gemeinde, sodass jeder eigentlich auf seine Kosten kommt. Die Wanderung hatte mir auch sehr, sehr gut gefallen, die ich heute Vormittag dann noch gemacht hatte. Und ich war auch froh, dass ich dann weitergegangen war, weil ja einige gesagt hatten, dass es sehr rutschig war, aber mit Wanderschuhen war es okay. Den Weg hinauf zum See hatte ich mir dann aber auch aus Zeitgründen dann nicht mehr zugetraut. Das wäre vielleicht eine Alternative für euch, wenn ihr im Sommer hier seid und es ist vielleicht ein bisschen länger trocken ist oder nicht so viel Niederschlag war, dort hochzulaufen. Da soll man auch einen sehr, sehr schönen Ausblick über den Fjord und über Aida Nova haben. Ansonsten, was noch zu sagen ist, bei uns war die Kirche heute kurioserweise den ganzen Tag geschlossen. Also ich war 2-3 Mal hingelaufen, weil ich zunächst dachte, dass ich zu früh da war. Aber dem war nicht so. Ich weiß nicht, vielleicht irgendjemand krank gewesen oder die hatten keine Lust auf so viele Kreuzfahrttouristen. Deswegen war es dann einfach zugeblieben. Ja, ansonsten, der zweite Teil des Tages war auch sehr, sehr positiv. Also den Ausflug hatte ich ja über meine Landausflüge gebucht. Den Veranstalter kann ich auch immer wieder empfehlen. Hat mir jetzt schon mehrere Ausflüge an unterschiedlichen Kreuzfahrtzielen unternommen. Abwicklung funktioniert immer super und auch die Guides machen immer einen sehr, sehr guten Job. Also da habe ich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Und auch die Ripboot-Tour heute auf dem Geiranger Fjord war wirklich sehr, sehr cool. Und nochmal was anderes, halt den Fjord aus einer niedrigen Perspektive quasi zu sehen. Damals sind wir mit Aida Perla durchgefahren. Das ist dann schon nochmal eine andere Perspektive als jetzt direkt auf der Wasseroberfläche. Und ja, auch im Winter war es jetzt irgendwie, ja okay, Winter, ja, wir haben Frühjahr, aber hier fühlt sich das Wetter aktuell noch ein bisschen wie später Winter an, war das Ganze sehr beeindruckend. Sicherlich waren nicht so viele Wasserfälle, wie ich mir das vielleicht erhofft hatte oder erwartet hatte, aber klar, jetzt ist noch viel Schneemasse gefroren oben auf den Bergen und jetzt im Frühling, im Sommer taut es ja dann langsam ab und dann werden die Wasserfälle dann auch kräftiger. Ja, hier geht es jetzt gleich mit dem Auslaufen weiter, deswegen habe ich meine Abendplanung auch über den Haufen geworfen. 20 Uhr ist Auslaufen und ich hatte eigentlich 20.30 Uhr einen Tisch im Oceans reserviert. Deswegen war ich jetzt vorher schon im Brauhaus essen. Ich hatte eh sowieso Lust auf Schnitzel, weil sich die Mitfahrer meines Ausfluges heute die ganze Zeit über Schnitzel im Bus unterhalten hatten. Das war dann gutes Influencer-Marketing, deswegen bin ich dann ins Brauhaus gegangen und hatte mir einen Schnitzel bestellt, was gut geschmeckt hatte. Und das Brauhaus, falls ihr das noch nicht kennt, ist ja auf vielen Schiffen der Aida-Flotte vertreten. Da gibt es halt zünftige deutsche Kost. Ist im Reisepreis inklusive, nur die Getränke nicht, wenn ihr kein Getränkepaket habt. Also, wie immer. Ja, ansonsten, und da hatte ich vorhin dann noch Panik gehabt. Mein kleines Vorhaben, dass ich aus jedem Ort was für Janine mitbringe, war hier in Nordfjordeid gar nicht so leicht. Ich hätte ja am liebsten eine Zimtschnecke aus der Bäckerei mitgebracht, weil die so gut geschmeckt hatte. Aber ob die sich die nächsten Tage noch schmackhaft hält, habe ich ja bezweifelt. Deswegen bin ich nochmal schnell in das Einkaufszentrum und habe was praktisch Nützliches gekauft. Nämlich ein paar warme Socken mit einem Labrador drauf. Wenn ihr uns privat folgt, wisst ihr ja, dass wir manchmal den Hund von Janines Eltern zur Pflege haben. Und das ist ein Labrador. Wir mögen Labrador einfach sehr. Und da fand ich das als witzige Idee. Ja, wie gesagt, für euch geht es jetzt noch mit dem Auslaufen weiter. Morgen sind wir in Orlesund. Da wurde mein Ausflug leider abgesagt. Deswegen machen wir einfach auf eigene Faust morgen was. Das ist ja auch kein Problem. Und dann sage ich wie immer, danke fürs Einschalten. Für euch gibt es jetzt noch schöne Fjordausfahrts.
Ja, Impressionen, es wird allerdings ein bisschen diesig, aber wir geben unser Bestes. Dann bis morgen. Tschüss.